Es ist angerichtet. In Wittenburg im Rahmen des Round-Robin-Turnier werden in einer knappen Stunde die Kampfqualitäten des amtierenden deutschen Meisters im Schwergewicht Johann Witt auf die Probe gestellt. Sein Herausforderer ist Albon Perdizai von DC Traktor Schwerin. Sein Trainer, der Schweriner Michael Timm, der Championsmacher. In der Klasse U19 ist Albon bereits deutscher Meister geworden und Dritter bei den EU-Meisterschaften. Doch jetzt, in der Erwachsenenklasse, wird es richtig ernst. Denn Johann Witt ist eine harte Nuss. Der ist nicht das allergrößte Talent, aber er ist einer, der drei Runden lang powert ohne Ende, wirklich den Fight sucht und hat ja schon ein paar Kämpfe mehr als Albon bei den Männern gemacht und ist auch schon ein paar Jahre älter. Und der ist hier nicht hergekommen, um verlieren zu wollen, sondern um zu gewinnen. Beim Round Robin wird nicht direkt um den Meistertitel gekämpft. Doch traditionell handelt es sich hierbei um die sogenannten Eliminator Fights, um die Nummer 1 in Deutschland. 2011 nahm Johann Witt am Round Robin teil und kehrte mit 3 Siegen nach Hause. Nun ist Albon dran. Meine Aufgabe heute wird auf jeden Fall sein, schön 3x3 Minuten sehr konzentriert und boxen vor allen Dingen. Also am besten gar nicht auf Schlägerei mit meinem Gegner einlassen, sondern meine boxerische Kenntnisse zur Show bringen und damit überzeugen. Michael Timm, der ehemalige Europameister und Dritte beim Weltcup 1985. Zu seinen Schützlingen gehörten unter anderem auch Jürgen Bremer und Felix Sturm. Timm glaubt an seine Jungs, doch vor allem ist er Realist. Es wird heute natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe gegen den amtierenden deutschen Meister im Schwergewicht. Aber es ist nun mal so im Sport, da wird man immer wieder in neuen Prüfungen ausgesetzt. Und er ist ein junger, ehrgeiziger Sportler. Und Chancen hat ja jeder, den Kampf zu gewinnen. Aber es wird verdammt schwer. Es ist angerichtet, die erste Runde beginnt. Von Anfang an überzeugt Albon mit klaren Treffern und einem ausgewogenen Kampfrhythmus. Trotzdem geht er es nicht zu schnell an, lässt den Gegner immer wieder genug Raum zum Gegenangriff. Johann Witt zeigt sein sportliches Können im vollen Umfang. Doch am Ende siegt trotzdem Albons Taktik. Weil am Ende der ersten Runde kamen die Schläge dann immer besser, immer genauer. Vor allem, wie wir abgeschlossen haben, mit dem linken Haken immer wieder. Und das Entscheidende ist, dass er wirklich die taktische Linie, die wir uns aufgestellt haben, komplett eingehalten hat. Und das hat mir gefallen. Die taktische Linie, den Gegner ständig unter Spannung zu halten. Wenn er ausholt und seine Schläge bringt, kann Albon darauf konzentriert reagieren und kontern. Genau das macht er in der zweiten Runde und gewinnt diese. War genau das Gleiche, nochmal auf der langen Distanz immer wieder die klaren Treffer gemacht. Und immer wenn der Gegner schlagen wollte, hat er das unterbunden, damit der Gegner nicht schlagen konnte. Die Runde 3, die schwierigste von allen für beide Sportler. Das Tempo ebenso wie die Beinarbeit lassen bei Albon nach. Johann Witt weiß kleinste Fehler sofort zu nutzen. Doch seine einzige Chance, ein K.O.-Sieg, wird ihm einfach nicht gewährt. 2:1 für Albon Perdizai, ein verdienter Sieg. Der Kampf war auf einer konditionellen Ebene sehr ausgeglichen und für beide Kämpfer sehr schwer. Wir haben beide wirklich mit 110% gekämpft. Es war einfach ein Duell, wer mehr den Sieg wollte. Und in dem Fall wollte ich den Sieg mehr, weil ich wollte ihn vom Herzen. Und jetzt bin ich zufrieden mit dem Urteil und freue mich natürlich. Albon gewinnt das Turnier. Jetzt darf er in einem Monat am renommierten Chemiepokal teilnehmen. Danach geht es nach Italien in ein Trainingscamp. Und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit steht Albon auch ein echter Kampf um den deutschen Meistertitel bevor. Das Zeug dazu, ein Meister zu werden, hat er.